Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, es geht wieder los. So, ich kann einfach nicht genug von dem Spiel kriegen. Das ist einfach mal so. So, wenn ich jetzt gerade hier bei unserem Bahnhof hier stehe und den so angucke, der hier gerade dieses Erz hier auslädt, dann würde ich gerne den Bahnhof ein bisschen upgraden hier. Also, das heißt, mit den Armen hier zum Beispiel hier zum Ausladen hätte ich gerne Stapelgreifarme haben. Das habe ich ja noch nicht gemacht hier. Jetzt hört er auf einmal auf. Ah ja, der Zug ist leer, okay. Aber der Zug, Moment mal. Ha! Ja, der Zug muss ja erst wieder weiterfahren. Wir haben das, glaube ich, schon angeschlossen, ne? Also, ich meine, dass der Zug eigentlich schon fahren könnte. Ich traue mich gerade nicht übers Gleis zu laufen. Dann fährt er nicht los. Gerade in dem Moment, wenn ich hier dann über die Gleise laufen möchte. Das ist nicht meistens so. Oder es ist unten noch nicht genug wieder vorhanden. Ne? Ja, der Bahnhof hat noch nicht freigegeben. Momentan sind hier 8000,5k drin. Okay. 8000,5, das ist auch geil gesagt, ne? So. Kann man so schön gucken mit Radar. So, interessant ist mal wieder, was hier mit dem Ausladen passiert. Das ist auch eigenartig. Warum die Kisten ja so komisch entladen werden. Naja gut, es wird momentan ja nichts großartig gebraucht hier. Das stagniert hier gerade. Oh, guckt euch die Drohnen an, wie die hier... Wie die hier rumgeiern. Ah, jetzt hat der Bahnhof aufgemacht. Der Zug ist abgefahren. So. Ja, eigentlich, ja, wenn man schon, dann müssen wir hier mal auch upgraden. Ja, ich habe immer noch nicht wirklich geguckt nach einem Mod, wo man das automatisch upgraden lassen könnte. Aber ich meine, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich mal sowas runtergeladen habe, aber jetzt nicht aktiv geschalten habe. Weil es gibt irgendwas, meine ich, dass ich da automatisch dann hier Sachen austauschen lassen kann. Und das würden dann die Logistik, nicht die Logistik, sondern die Baudrohnen übernehmen. Die würden dann hier einfach austauschen, ne? So, gut, das sind die Lager halt. Also, da haben wir ja immer ein bisschen Puffer und das ist auch gut so. Gut, jetzt mal so gesehen. Oben beim, Stereotide, oder heißt es Stereotide da oben, das blaue, habe ich das ja nicht, ne? Da habe ich keine Pufferzone sozusagen, wie hier gebaut. Da habe ich nur eine Chunk-Pufferzone, aber der Puffer wird nicht wirklich gezogen hier, großartig, weil, naja, die brauchen ja immer wieder Chunks. Wir produzieren einfach auch zu wenig Chunks, das ist das Problem. Aber ich muss mal gucken, was das Problem eher ist. Ja, ich tippe eher auf das Schwefelabwasser, dass hier zu viel Abwasser produziert wird. Wobei, wir gucken mal so ein bisschen nochmal durch. Die Anlagen, nee, die laufen eigentlich alle konstant. Da kann man eigentlich nicht meckern. Die laufen eigentlich alle konstant. Gut, was mir hier jetzt gerade auffällt, dass hier auf dem Einband hier irgendwie zu wenig Erz ankommt. Warum ist das jetzt hier so? Und auf dem anderen, da staut sich das mehr. Ja, hier haben wir im Rohr fast 100 Schwefelabwasser, das ist nicht gut. Das könnte bedeuten, dass wir hier eventuell zu viel von dem Abwasser produzieren. Meine kurzfristige Lösung wäre, ja zum Beispiel hier stockt es jetzt gerade, weil, ja, weil das Abwasser nicht vernünftig eher entleert werden kann, stockt es hier immer wieder mal. Hier stockt es gerade auch, ja, genau. Da seht ihr das. Und deswegen kriegt man eigentlich auch zu wenig Chunks. Ja, also, was habe ich gerade gesagt? Eine kurzfristige Lösung wäre jetzt
Tanks dazwischen zu schalten, aber das wäre auch nur eine kurzfristige, weil wenn die Tanks vollgelaufen sind, dann haben wir wieder das Problem. Dann wird ja das Schwefelabwasser nicht weniger, ne? So, hier muss ich aufpassen wieder bei unseren Steinchunks. Was heißt hier Chunks? Das sind hier keine Chunks, Blödsinn. Da muss ich ja natürlich auch wieder aufpassen. Hier muss ich aufpassen. Ich muss überall. Wie in Lagerhäusern. Ja. So. Die Schwefelabwasserverarbeitung ist ja hier geschalten. Hier läuft Schwefelabwasser durch. Beziehungsweise, warte mal. Ja, doch, ja, das kommt von hier oben. Genau. Das wird hier rüber geleitet. Über diese Leitung kommt es hier rein. Gut, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Anlage hier zu wenig verarbeitet. Also mineralisiertes Wasser haben die auf jeden Fall keins hier drin. Okay. So, wir gucken uns mal die Halle an. Sie arbeitet. Naja, gut, okay. Naja, die Verarbeitung ist eigentlich aber relativ langsam, ne? Und die Halle ist voll. Naja, was immer das bedenkt, es sind jetzt 12, 24 von diesen Einheiten hier. Und die sind noch lange nicht hier gedeckt, sozusagen, ne? Wobei hier das Schwefelabwasser ein bisschen niedrig steht eigentlich, ne? Wir haben ja eigentlich mehr da. Gut, es könnte eigentlich aber auch daran liegen, dass die Leitung hier zu schwach ist, ne? Das ist der einzige Knackpunkt bei der ganzen Sache. Aber ich hätte da vielleicht auch eine kleine Idee, was wir machen könnten. Was ist denn das hier? Ah ja, da geht das mineralisierte Wasser raus. Ja, ansonsten müssen wir halt nochmal so eine Halle schalten, ne? Wenn das Wasser zu. Aber ich müsste eigentlich gucken, dass hier die Leitungen eigentlich hier dann voller werden, weil wenn wir oben 100 in der Leitung drin haben, das ist ganz schlecht. Das muss ich jetzt hier mal kontrollieren. Ja, wenn ich hier nach oben gehe, auf der Einleitung ist schon 90. Ja, das könnte sein, da gibt es eine Möglichkeit. Wir könnten hier Pumpen zwischenschalten zum Bleistift. Gut, ich meine, die Leitung jetzt hier, die sind ja nicht miteinander verbunden. Aber man sieht, ja, hier staut sich so ein wenig. Nach unten hin wird die Leitung wirklich freier, ja. Hier. Wobei jetzt hier beide Leitungen ja wieder in die Leitung übergehen und das ist schlecht. Dann haben wir hier auch nochmal eine Leitung, die ja hier Schwefelabwasser transportiert. Das heißt, es kommen zwei Leitungen hier rein. Um das nochmal zu sehen, hier kommt eine rein. Und ja, die einzige Möglichkeit wäre jetzt. Naja, ich habe jetzt auch nicht so eine Idee, so eine leichte. Aber es ist wirklich nur eine Verzögerungstaktik, wenn ich jetzt hier hergehe und baue hier Tanks rein. Also die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, dass ich zum Beispiel hergehe und mache hier mehrere Anschlussmöglichkeiten noch rein. Praktisch hier so. Das kann man eigentlich eh mal machen. Also das ist jetzt nicht unbedingt hier problematisch. Man könnte es auch als Anzapfpunkte nehmen oder so. Hier unten, da lassen wir es mal sein. Auf der Seite können wir es eigentlich auch noch machen. Da können wir mal hier so. Leitungen sind ja indirekt auch ein kleiner Speicher, wenn man so will. So, wer sich wundert, dass ich so einfach durch die Leitungen laufen kann, das ist dieser Mod Squeech Through, also durchquetschen. Deswegen kann ich da so schön zwischendurch laufen. So, damit es allerdings fruchtet, müssen wir mal gucken. Die Dinger sind ja nämlich nebeneinander. Das ist ein bisschen blöd, ja. Was man hier machen könnte. Warum ich es eigentlich da so blöd gemacht habe? Naja. Das macht hier jetzt eh keinen Unterschied mehr. Man kann hier jetzt mal die Leitung. Also, was wir jetzt machen könnten.
Das wäre jetzt hier eventuell eine Pumpe anschließen, die das hier reindrückt ins Haus. Ich meine, auf der Leitung hier, wo von da drüben kommt, die ist jetzt nicht so stark belastet, wie ich sehe. So, ich probiere es mal mit Pumpen. Die saugen ja auch und ja, ich schreibe das mal da rein, sonst suche ich wieder ewig. Pump. Die können wir nicht bauen, weil wir keine Aluminiumplatten haben. Die pumpen natürlich schneller. Pumpgeschwindigkeit 18.000 pro Sekunde. Die macht halt nur 12.000 pro Sekunde, braucht natürlich auch ein bisschen weniger Energie, also von der KW-Zahl her. Ich baue mal einen ganzen Stall voll Pumpen. So, dann rüsten wir hier gleich mal nach. Ja, Ström. Ihr braucht Ström, damit ihr nachströmen könnt. Haha. So, kleiner Witz. So, das wäre einmal das hier. Na, die Pumpe arbeitet nicht. Warum arbeitet die jetzt wieder mal nicht? Ich glaube, das hat man schon mal das Problem, ne? Ja, genau. Die Pumpe wird hier nicht als Eingangspunkt gesehen. Weil hier sehen wir keinen Eingangspunkt mehr. Ne, wir können das leider nur so ausführen, dass wir hier wirklich eine Rohrverbindung hinmachen. Wir können das, beziehungsweise doch, ich kann Pumpen hinstellen, aber die muss ich dann hier reinstellen. Oder wird es eigentlich mehr Sinn machen, wenn ich die innen reinstelle, dass die das vielleicht reinziehen? Ich weiß nicht, wie das genau hier funktioniert miteinander, ne? Bei dem ganzen Gebäudekomplex hier. Ich probiere mal, wenn ich hier innen die Pumpen baue, da braucht man nämlich keinen Strom. Kann ich jetzt einfach mal hier zwischensetzen. So, jetzt ist hier wieder das Problem. Ich glaube, mit dem Tickraten. Alle 10 Ticks, das ist natürlich blöd. Wie war das wieder? Steuerung R oder wie? Oder Umschalt? So, alle Ticks. Jeden Tick, genau. Jeden Tick, jeden Tick. So, okay, jetzt sehe ich ja eine Abzeichnung, dass hier im Rohr fast nichts da ist, aber die Pumpe läuft zwar. Jetzt müssen wir mal hier rausgucken. Ah ja. Das wird jetzt schön reingezogen sozusagen durch die Pumpe. Ja, dann würde das ja eigentlich schon was helfen. Ja gut, hier oben kann ich das mit der Pumpe nicht machen, nee. Indirekt kann ich es machen. Ich kann hier in die Leitung Pumpen reinstellen. Es müsste einmal in die Richtung gehen, einmal in die Richtung zum Beispiel. Ja, weil hier haben wir einen Eingang, okay. Ja, ich lasse jetzt mal die Eingänge hier dran, aber im Endeffekt bringen die jetzt hier ja mal gar nichts, weil ich habe mir erst außen ums Gebäude rum gedacht, eine Ringleitung zu bauen oder was. So überhaupt nachgedacht über das Ganze ist es ein bisschen bescheuert eigentlich. Wir können jetzt mal, ja, hier vorne eine reinbauen und hier, wo dann die Sache kommt, ich meine hier im Prinzip könnten wir eine gegeneinander machen, weil hier wird ja auch gezogen, ne? Ja, die müsste eigentlich dann so rumlaufen. So, wie schaut's denn jetzt? Ja, hier müssen wir gucken. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen bescheuert, hier die Pumpen gegeneinander zu drücken zu lassen, ne? Aber es müsste eigentlich funktionieren. Na gut, hier läuft jetzt. Ja, ich probiere mal, ob ich da noch die zwei Leitungen in zwei Eingänge bringe. Aber das. Ja. Oder dass ich hier eine Doppelleitung mache. Wir müssen von oben auf jeden Fall das ganze Schwefelabwasser runterkriegen. Das.
Wenn ich hier einfach mal auch nicht. Naja, das bringt jetzt ja relativ wenig. Das muss hier schon mehrfach sein. Es sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ja. Wir können von oben vielleicht nochmal mit einer Pumpe nachhelfen, dass wir ja die Flüssigkeit nach unten drücken. Oder mit zwei Pumpen eigentlich. Müssen das hier überwachen? Ja, die Leitung ist relativ voll, das sehen wir hier gerade. Wenn ich hier eine Pumpe reinbaue, das mache ich gerade mal. Ich baue auch noch ein paar Pumpen. Jetzt finde ich sie ja nicht mehr. Ja, müssen wir nochmal suchen gehen. Sonst suche ich mir halt einen Wolf. Zwei. Einmal hier. Und einmal da. Ja, was soll denn das? Warum läuft jetzt die eine Pumpe nicht? Ah ja. Weil das ja ein Underground-Rohr ist. Okay. So, jetzt so müsste es funktionieren. Genau, jetzt pumpen die da zwar, aber naja, gut, das eine Rohr wird leerer. Das andere, gut, zurückfließen dürfte hier eigentlich nichts, weil ja die Pumpen das ja hier nach durchziehen. Ne? So. Trotzdem die ganze Situation. Hier haben wir so um die 60 rum. Auf der Seite, ja, da haben wir 100, also irgendwie ist die eine Seite potenter, aber das liegt wohl auch daran, dass hier nicht genug Erz rankommt. Haben wir das schon? Warte mal. Ah ja, der Grund liegt wohl hier, weil wir hier schon Expressbänder weitergelegt haben, aber wir haben nicht mehr viele Expressbänder. Ja, das war es nämlich gerade schon wieder. Wir können ja nicht viel upgraden. Wir müssen hier ein bisschen mehr Erz rankriegen. Das wir müssen das Ganze hier nachrüsten. Das hilft uns alles nichts, ja. Ja. Im Moment kann ich da nicht viel unternehmen. Wir müssen es einfach mal so laufen lassen. Aber wir müssen, also ich glaube, wir brauchen noch so eine Halle hier. Ja, die Frage ist jetzt nur, ob ich das kopieren kann als Blueprint, dass mir die Roboter das dann auch so bauen. Und die nächste Frage ist, kann ich ja den Tunnel verlängern oder ist der, ja, nee, der geht nicht länger. Ja, weil dann würde ich das hier, dann würde ich da nebendran noch eine Halle bauen. Gereinigtes Wasser. Warte mal, wie ist denn das? Das Zeug produziert gereinigtes Wasser und das mineralisierte Wasser, ne? Ah, das fließt auch ein bisschen schlecht ab hier. Ah, das liegt daran, dass das hier ziemlich gesättigt ist, ja wohl. So, hier kriegen wir aber nicht noch so ein Werk unter, ne? Warte mal. Hier wird das verbraten, aber da braucht es gerade nicht, okay. Wir brauchen noch so ein Klärwerk. Wo ist denn das nochmal drin? Das müsste irgendwo unter. Nee. Fässer Flusskontrolle? Nö. Ne? Aber hier müsste es drin sein. Ja. Da ist der Kühlturm, okay. Müssen wir uns einmal mit beschäftigen. So, noch ein weiteres von diesen Dingern hier. Von diesem Klärbecken hier sozusagen. Die eine Möglichkeit wäre, wenn wir das eins versetzen würden, das eine hier. Dann würde ja da noch eins hinpassen, ne? Und wir hätten auch den Anschluss für das andere Wasser da. So,
du, das machen wir jetzt einfach mal. Da ist der, ja, der Turm im Weg, wollte ich schon sagen. So. Das müssen wir jetzt halt ein bisschen anders lösen. Das wird jetzt einfach hier. Dann machen wir da. Zack und zack. Und das hier, ja gut, das ist jetzt auch kein großes Problem. Das machen wir einfach so. Und die Leitung hier wieder durchführen, okay. Und dann hat er keinen Strom. Das Problem lässt sich aber auch beheben. Hier, bitteschön. So, ein K. Mhm. Ja, wir haben viel zu viel von dem Wasserzeug hier. Das kann gar nicht verbraucht werden, ne? Okay, da wird noch mehr Wasser hier gereinigt. Das Wasser kommt hier raus, okay. Aber die sind ziemlich gesättigt, die Werke hier, ne? Ja. Brauchen wir eigentlich noch eins von diesen Flusswerken hier. So, ja. Die Leitung hier ist sehr gesättigt, so wie ich das sehe. Wir haben ja auch bloß eine Leitung, die das hier rausführt, ne? Ja. Ja, hier müssten wir ja auch fast schon wieder eine Pumpe reinbasteln. Also einmal hier im Strang. Komm, das machen wir jetzt mal wieder. P-U-M-P, Pump. So, nein. Einmal, und hier müssen wir ein bisschen improvisieren wieder. Da jeder Tick. Na, ja. Meint die Pumpen versuchen es hier rauszuziehen. Auf der Seite klappt es gerade schon wieder, ja. Nur hier mal wieder nicht, ne? Ja. Das ist immer das Problem, dass es nicht immer so ausgeglichen funktioniert. Das ist bei Flüssigkeiten immer so ein Thema, ne? Ja, aber wir brauchen hier noch, wir müssen hier auf jeden Fall noch so einen Drehkreisel bauen. Sonst kommen wir hier nicht zur Rande. So, ja, pflanzt den hier mitten rein. Nee, das ist nicht so toll. Wir brauchen eine Abwasserlagerhalle hier. Also so eine Halle, die nur mit solchen Dingern bestückt ist, wo uns einfach Abwasser macht hier, ne? Ja. Ich meine, hier ist es eigentlich angedacht, dass man da eventuell noch ein paar von diesen Werken bauen könnte hier. Von diesen kleineren. Deswegen habe ich jetzt hier ein Problem, das gescheit zu bauen. Ja, hier geht was. Hier unten ist auch kein Platz mehr. Können wir vielleicht intern das noch bauen? Ja, im Eingangsbereich vielleicht. Nee, da ist kein Platz. Hier hinten auch nicht. Blöd. Hier ist kein Platz für das Ding. Gut, wie gesagt, wenn ich die Halle noch daneben dran bauen möchte. Wobei, warte mal, die Halle passt hier, glaube ich, eh nicht. Ich tu mal ausmessen. Einmal und hier. Und dann sind noch
zwei Kästle zwischen, ne? Ja. Einmal. Eins, zwei. Ne, das haut hier nicht hin. Kann ich über die komplette Dings hier tunneln? Das wäre die einzigste Möglichkeit. Dann wird es genau press aneinander passen. Weil wir müssen an der Seite ja nichts machen, eigentlich im Prinzip, ne? Das muss ja nicht verbunden werden, aber das Problem wird hier. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal gucken, wo ich noch so ein Klärwerk hinkriege. Und das macht es auch nicht besser, weil. Na, ich sehe wirklich bloß eigentlich die eine Möglichkeit, dass wir eine Halle bauen mit solchen Klärwerken innen drin. Oder gut, ich gehe einen Kompromiss ein, was mir jetzt zwar nicht so gefällt. Ich baue jetzt hier eins von den Teilen hin. So. Das geht nicht anders. Meine Karte ist ja wirklich groß genug, aber ich tue jetzt hier wieder rumfetze, ne? So. Jetzt gucken wir mal, auch schon gleich 1K voll, okay. Hat das kann ja wohl nicht sein, dass die Dinger so voll hier sind die ganze Zeit. Also wir stellen so viel von dem gereichten Wasser her. So, hier ist jetzt 0. 0 ist gut eigentlich. Gut, es muss ja nicht zwangsläufig jetzt hier gereichtes Wasser rüberlaufen, ne? Das haben wir ja nur mal so sicherheitshalber gebaut. So, jetzt gucken wir uns die ganze Situation mal hier drin an. Jetzt schaut es eigentlich gut aus, oder? Ja. Also die Röhren hier, die müssen eigentlich immer ziemlich leer sein. So, wie schaut es hier oben aus? Schwefelabwasser. Ja, das schaut jetzt eigentlich auch viel besser aus. Das muss auch annähernd 0 sein hier. Ja, 0. Perfekt. Hier oben haben wir noch ein bisschen mehr. So um die 30 oder 20, das ist aber auch gut. So, und die Forschung läuft gerade irgendwie nicht weiter, sehe ich gerade. Da ist irgendwas leer. Ich kann mir aber auch schon fast vorstellen, was. Nämlich vielleicht die grauen Fläschle. So, das sieht gut aus. Jo, das sieht sehr gut aus. So, und jetzt wird auch der Puffer hier bedient. Jetzt haben wir genug Chunks da. Aber das kann jetzt auch. Naja. Woran liegt es jetzt, dass wir jetzt hier auf einmal genug da haben, dass. Weil eigentlich hat sich ja hier in der Situation nichts verändert. Gut, wir entwässern hier besser. Und ich bräuchte wirklich ein paar mehr Express-Fließbänder. Aber es werden keine produziert, glaube ich. Ja, und das gefällt mir absolut nicht hier. Das wird immer voller. Wir produzieren so viel Stein, so viel kannst du überhaupt nicht abführen. Das ist einfach nicht drin. So, da schaut es okay aus. So, jetzt will ich mir mal angucken, warum die Forschung gerade nicht geht oder geht die und ich sehe es bloß gar nicht, weil es so lang dauert. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich kontrolliere einfach mal. Sicher jetzt mit dem Radar gucken können, ne? Aber ich will jetzt mal persönlich dran vorbeilaufen. Wo war denn die Forschung? Hier laufen die Flaschen runter, okay. Oder? Nee. Quatsch. Doch, hier, ja. So, woran liegt's denn? Ja. Blaue Flaschen haben wir momentan genug. Aber die grauen Flaschen hier sind nicht da. Werden angefordert, aber ja. Und die Kiste hier birgt ein Problem. Das Schöne ist jetzt zwar, dass hier die ganzen blauen Fläschle hier reingehen,
Aber wenn die Kiste voll ist mit blauen Flaschen, kann ich keine anderen Forschungsflaschen mehr reinpacken. Das habe ich mir gut überlegt, ne? Wir müssen das ändern. Und zwar schaut es so aus. Ich habe wieder einen Logistikroboter da drin. Okay. Schmeiße ich gleich mal raus. Wir machen eine Anbieterkiste. So, die Anbieterkisten waren wo drin? Die müssten. Nee. Die sind hier unten, genau. Anbieterkiste. Ja, die könnte im Prinzip hier hinstellen. Dann tun wir die Roboterarme einfach geringfügig verändern. Und zwar Ablage hier rein. Und du machst Ablage. Nein, ja, das funktioniert nicht so. Ja, ja, okay. Jetzt haben wir hier Kuddelmuddel gemacht. Ablasige Position bitte hier rüber. So, das grüne Desaster hier, das ändere ich jetzt gerade mal geschwind hier. Bitteschön. So. Ja, jetzt haben wir hier natürlich einen Haufen von den Fläschle drin. Die brauchen wir gar nicht so viele. Graue Flaschen. Warum kommt da keine an? Werden da keine produziert? Oder wo liegt denn das Problem? Da muss ich mal nachgucken gehen, ne? Also wenn ich mir das so betrachte, das Ganze hier, da wird man noch ewig brauchen, bis man vielleicht mal zur Rakete kommen, ne? Ich habe ja schon wieder einen neuen Modpack im Auge, sozusagen, den ich vielleicht mal vorführen will. Aber tja, wenn wir hier nicht fertig sind, fange ich da nicht wohl irgendwo drüben an, eine dritte Staffel. Wenn die zweite noch nicht mal fertig ist, das finde ich blöd. So, wo liegt da das Problem? Du brauchst Granaten. Ah ja, okay, das ist eine Anbieterkiste. Und das sind Stahlkisten, das ist eine passive Anbieterkiste, okay, ja. Da mal vom Grundsatz her einen kleinen Fehler in der ganzen Sache. Was braucht er hier? Panzerbrechende Muni. Ja, das hier muss eine Anforderungskiste werden. Und zwar Anforderungskiste. Ja, das nächste Problem ist. Das dürfen wir nicht mehr so machen, dass der hier die Muni da reinschmeißt. Wie lösen wir das Problem? Ja, ich habe eine Idee. Wir brauchen noch eine passive Kiste. So. Dieser Arm. Der liegt jetzt hier drüben rein. So, Panik, da fängt er gleich an wie ein Wilder. So, du tust auf jeden Fall die hier anfragen. Ich meine, das ist ein bisschen blödsinnig jetzt, was ich hier mache, ne? So, die restliche Munition von da haben wir hier rein. So, wie ist denn das hier eigentlich? Der fordert, naja, gut, der fordert nicht an. Geschütztürme. Mhm. Also müsste es ja eigentlich auch eine Anforderungskiste sein. Und eine Anbieterkiste brauchen wir auch nochmal, jawohl. So, die muss anfordern. Der knickt jetzt ab, genau, der möchte so. Naja, das ist alles auch ein bisschen bescheuert jetzt hier wieder, aber. So, die Anforderung, wie war das? Man konnte die Anforderung ja. Ja gut, das kann man aufteilen, ne? Der braucht ja aber eigentlich keine. Der braucht ja keine Geschütztürme, das ist ja Quatsch hier. Dann machen wir folgendes.
Die Geschütztürme nehme ich jetzt hier mal raus. Die kommen natürlich hier rein. So, Anforderung. Geschütztürme. 50 Stück. Naja, gut, das ist ja immer okay. Und dann braucht ihr hier noch Granaten, ne? Anforderung Granaten. Man hätte es jetzt kopieren können, die Anfrage, aber ja. So, das bedeutet von hier unten, dann muss das hier, das ist eine Anbieterkiste, jawohl, wird abgeholt sogar schon. Das muss eigentlich auch angeboten werden. Weil der muss hier eigentlich das anfordern hier. So, und das muss man anbieten. So, jetzt müssten wir das eigentlich alles modernisiert haben, hier die ganze Geschichte. So, dem fehlt jetzt noch Granaten, genau. Ich helfe da jetzt mal nach. Ich hole mir mal ein paar Granaten. So, wo hat er die jetzt alle hingeschmissen, die Granaten? Ja. So, wir brauchen wieder graue Flaschen. Das ist das Problem, weil das ja nicht im Logiknetz hier eingebunden war. Das haben wir halt alles noch nicht. Und ja, was sehe ich denn hier? Da müssen wir auch wieder anbieten. So, Moment. Anbieterkiste, das ist die rote. So, genau. Der Rest läuft hier alles über Bänder, genau. Das ist okay so. Ja, was wir halt hier haben, wir haben halt hohe Anlaufwege. Weil die Roboter ziemlich weit fliegen müssen und wenig Ladestationen haben, ne? Das ist unser Problem. Da müssen wir auch mal gucken, was wir da noch machen. So, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Das sind noch alte Warenhäuser, ne? Die brauchen wir hier eigentlich nicht mehr. Den Platz hier könnten wir eigentlich dann wieder frei. Allerdings halt die Lagerhallen stehen hier im Weg, ne? Hm. Ja, ich habe ja mal angedeutet in den Kommentaren, ich hätte eine Idee für eine Lagereinheit, aber da müssten wir eigentlich einen riesengroßen Platz mal irgendwo ganz weit weg machen. Also, was heißt so weit nicht? Also, wenn ich mir mal die Karte angucke. Ja, sagen wir mal so innerhalb unseres Basisbereichs. Ja, jetzt mal sagen, hier bauen wir eine Lagerhalle hin. Zum Beispiel hier. So. Das müsste eigentlich reichen, der Komplex. Dann mit Zügen das Lager bestücken lassen. So eine Art Zentrallager. Und dann von der anderen Seite gehen Züge ab, die das dann an die entsprechenden Firmen liefern, die dann sozusagen das Zeug brauchen. Hm. Allerdings habe ich noch nicht so richtig hier das im Kopf, wie das dann sein soll. Ja, da an der Umsetzung liegt es noch ein bisschen. Also jetzt läuft die Forschung wieder so, wie es ausschaut. Die hat sich ein Stück bewegt. So, was haben wir denn eigentlich hier? Ein Silo. Ach ja, da haben wir diesen komischen Boden hier. Aus was wird er hergestellt? Aus Matsch hier. Okay. Ach ja, stimmt, da kommt der Matsch rein. Aber so irgendwie bekommen wir gar nicht viel Matsch. Naja, wir brauchen halt viel von dem Auffüllzeug momentan. Das ist jetzt auch kein Beinbruch. So, und das sind ja auch noch stinkalte Öfen hier, ne? Schmelzöfen. Könnte ich natürlich gegen Hochöfen rausbauen. Upgraden. Meint, das ändert jetzt auch nicht besser hier. Jetzt habe ich hier noch mal was zum Zerlegen. So, was wir auch zerlegen könnten, vorläufig mal die hier. Ich habe so viel Krempel noch im Inventar. Was haben wir hier? Passive Anbieterhalle. Die können wir behalten. Eigentlich mal einen Hochofen. Wozu habe ich noch einen Hochofen hier im Inventar? Geschützturm 2 brauche ich denn noch? Ich weiß gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Kann man eigentlich auch wieder zerlegen.
Sprecher. Das kann man behalten. Ärzte-Tieranlage kann man auch mal behalten vorläufig. Den Hochofen. Ja. Komm, du mach mal weg. So, das wird hier natürlich aussortiert, die ganze Sache. Die Steine nehme ich mal mit, die Stahlräder, das nehme ich mal mit. Ach, das auch, das ist eigentlich alles wertvoll hier, oder? Stahlrohr, nee, Stahlrohr brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Untergrundsteine, warum ist denn das so blöd hier wieder? Die Claybricks nehme ich auch mal mit. Das nehmen wir mit, Eisenrohr brauche ich eigentlich nicht. Kann man drin lassen, grundlegende Platinen nehmen wir mit, Ziegelsteine nehmen wir auch mal mit, okay. So, die Forschung ist fertig. So, wie geht's weiter? Schachtelung, nee, im Moment, da wollten wir 500, brauchen wir da. Da brauchen wir 1000, das ist eine ewige Forschung, ja. Da kann man Forschungsgeschwindigkeit, ja gut, das macht eigentlich jetzt wenig Sinn, weil so kann man jetzt ja nicht das Material momentan. Bergbauproduktivität wäre interessant, aber eigentlich würden wir erstmal hier die billige Forschung machen. Schrotpatronen brauchen wir zwar nicht, aber wir machen es einmal durch hier, ja, das was wir haben. So. Okay, mittlerweile habe ich wieder Bänder bekommen, das ist natürlich hervorragend. Es ragt so richtig vor. So, und was wollten wir eigentlich machen? Ja. Da sind wir jetzt total aus dem Konzept, ne? Jetzt haben wir überall was gemacht, ein bisschen. Also überall ja auch wieder nicht, aber fast gefühlt. Mir kam es halt so vor. Ups, das war jetzt wieder blöd. Ja, das tun wir halt auch mal ein bisschen aufstylen, die ganze Geschichte. Ja, Speicherung. Da ist auch noch ein Bahnhof, den können wir auch noch upgraden. Ja, mit Upgraden wird man jetzt oft beschäftigt sein. Alle Folgen heißt jetzt Upgrading. Weil wir ja immer wieder neuere Technologien haben auch. Und gut, wir haben ja eigentlich schon vorgehabt, wenn wir einen Stapelgreifer haben. Aber da habe ich halt das technische Zeug noch nicht so gehabt hier. Aber jetzt haben wir mittlerweile eigentlich so viel, dass wir hier jetzt das so haben, wie wir es brauchen. Ja, jetzt habe ich keine Stapelgreifer mehr gleich. Roboter würden mir bestimmt noch welche liefern wollen. Aber ja. So. Sehr schön. Das Warenhaus ist jetzt auch wieder voll. Da hat man auch ein bisschen ein Problem. Erst da wird es wieder dann ein Problem, wenn wir, ja. Wenn wir halt wieder viel brauchen, ne? So, Erz staut sich jetzt hier auch. Okay, ja, das ist natürlich auch das jetzt hier. Wahrscheinlich tut sich jetzt, weil dadurch, dass nichts großartig mehr verbraucht wird, wieder alles ein bisschen stabilisieren. Das ist halt immer so, aber wenn wir einen kleinen Vorrat haben, dann ist es eigentlich ganz okay. Dann braucht die Fabrik auch gerade wenig Energie, aber ja. Wir werden uns wundern, wenn sie dann zu Spitzenzeiten kommt und dann macht es Pang. Und dann haut es uns die Energie oben raus. So, was wollte ich jetzt tun? Ah ja, genau, bevor ich eigentlich die Folge beende. Aber wobei, nee, das machen wir das nächste Mal. Das springt jetzt einen Rahmen. Ich will ja nicht so lange Aufnahmen an. Sonst muss ich die Folge wieder teilen, ne? Ja, ich sag einfach mal wieder, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.